Nachladen, da kommt ein zweiter schon. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein freundliches Servus, Grüezi und Hallo. Auch an Münsterland TV, seine Zuschauer. Der ist nämlich im Koop hier auch mit dabei. Ja, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr schaut. Ja, der Onkel Horst hat es geschafft. Der Rechner ist jetzt wieder da. Zumindest ist er hier. Mal gucken, wie lange. Also das ein Bären haben wir schon gejagt. Ja. Tango ist ja, es hat etwas gedauert, bis alles da war. Aber ansonsten funktioniert alles soweit, wie es eigentlich soll. Außer, dass die SSD-Festplatte nicht so ganz funktioniert. Die wird wahrscheinlich entweder defekt sein oder was auch immer. Und da schauen wir mal. Auf jeden Fall genießen wir jetzt erstmal wieder das Zocken nach etwas längerer Zeit. Das stimmt. Und wobei, wir haben gezockt, aber ja, Onkel Horst nicht. Er war sehr eingeschränkt. Ich hoffe, dass es jetzt in Zukunft da nicht mehr ist. Er hat uns schon sehr gefehlt, muss man sagen. Hilfe, Hilfe, Bär! Bär. Danke, dass du mich erschossen hast. Ja, ich rette dich. Oh Mann. Ich muss gucken, woher noch ein Bär kommt. Waffe raus. Also, ihr habt es ja gesehen, Leute. Ja. Geht. Kannst du Squad holen sonst? Nee, ich kann gerade nicht, weil ich versuche jetzt gerade irgendwie. Ah, jetzt geht's ja. Ich hol mal das Fahrzeug, ne? Ja. Weil ich hatte jetzt gerade so eine Angst, dass ich automatisch weitergerannt bin und sich das nicht abbrechen lassen wollte. Das hast du schon mal, ne? Mhm. Okay. Aber das kann vielleicht auch mitunter an dem. Das war der Bär. Ja. Also jetzt gucken, ob es Menschen ist. Ich wollte ein bisschen überfahren, ja. Dann pack du mal rauf, ich halte die Waffe bereit, wenn. Ja, eigentlich waren hier immer mehr Bären. Das wundert mich gerade, dass es so ruhig ist. Ich weiß aber nicht, ob es ein Update gab, deswegen. Die wollen bestimmt, dass wir nicht mehr die ganzen Bären töten. Oder wir haben dafür gesorgt, dass wir sie schon so gut wie ausgerottet haben, ne? Ja, wir brauchen sie ja nicht mehr lange. Wir müssen jetzt nur noch zwei, drei anbauten. Dann die Schweine so auf 3-4 kommen und dann haben wir die ja so alle 3-4 Tage zum Verkaufen. Ne? Das heißt, wir brauchen ein großes Auto, einen Kühler am besten. Wie gesagt, wir sollten vielleicht statt der Hühner und so weiter und Kühe erstmal auf die Schweine gehen. Ja, also. Die Hühner weiß ich nur nicht, wie wir sie loswerden. Wenn dann wahrscheinlich jetzt töten, aber dafür so Munition ausgeben, weiß ich nicht, ob so toll ist. Nö, wir können ja auch warten, bis sie verhungert sind. Das können wir besser machen. Dass wir das Ding auch abreißen dann. Gibt ja auch noch ein bisschen Geld. So einmal umpacken. Und dann können wir nochmal ein bisschen rausfahren. Ja, mach noch mal ein schönes Ding hier kaputt. Dein schönes Ding, weißt du, wo das ist? Unter der Welt. Ja, das habe ich nicht verstanden. Das ist unfassbar. Ich guck mal, ob hier noch ein Bär rumläuft. Das ist ja gut. Derzeit packe ich mal hier um. Aber versuch das nächste Mal nicht auf mich zu schießen. Ja, ich habe wirklich an dir vorbeigeschossen. Das siehst du ja in den Stream. Aber da habe ich zumindest schon mal wieder eine schöne Eingangsszene. Zack, tot. Wenn du so gut auch in Ego-Shooter bist, dann können wir mal Ego-Shooter spielen. Ja, aber nur mit Friendly Fire aus, ne? Ja, apropos ja. Ego-Shooter, mal gucken, was haben wir? Ist nachgeladen, okay. Ja, wir können wieder mit den Dings los. Ich würde nämlich den Transporter hier lassen und. Bist du pinkeln oder was machst du? Nee, ich habe geguckt, ob hier noch ein Bär ist, aber. Ja, wir fahren mal hier auf die andere Seite vom Hügel irgendwie. Wobei, da kann ich ja noch mitfahren.
Ah ne, das war ja. Nee, warte mal, der Hügel ist die falsche Seite. Wir müssen ja hier hinter Richtung den. Hier hinten müssten wir ja hin. Hier waren wir teilweise. Und nach dem. Ich glaube, da ist auch schon einer. Auf dem Hügel. Lad direkt nach, die kann nachher fehlen. Hm. Hier war ein Bär, aber. Da ist er. Nachladen, da kommt ein zweiter schon. Ich bin voll. Das weiß ich. Da können wir schon fast mit beiden Autos herfahren. Obwohl der andere ist einfach zu groß. Nee, fahr mal ruhig mit deinem hier ran hier. Pass schon auf. Da ist nämlich noch einer. Dann nimm den mit. Packe, ne? Du machst sicherst? Ja, genau. Ich sichere. Kommt her, ihr kleinen Bärenschweine. Ich mach euch alle platt. Geh noch so hin, vielleicht? Nee. Ja, die Ladefläche ist einfach zu uneben. Das nervt halt, dieses Ding. Kleines, okay. Ja, die Kleinen sind mir schon fast lieber, weil Geld bringen die mäßig das Gleiche. Mhm. Jetzt sehe ich auch schon, wo der andere liegt. Na komm. Regnet es auch noch hier. Nicht nur einzelne, ne? Hier sind noch zwei. Da. Ja. Ansonsten musst du den anderen auch noch mal hierher fahren, dann packen wir den nächsten Bären da drauf, wenn es nicht geht. Ja, ich wollte mal gucken, ob man vielleicht starten kann. Weil es wird nämlich langsam, glaube ich, dunkel. Ja doch, das ist 19 Uhr. Ja, wir nehmen jetzt den einen Bären noch und dann. Ich habe nämlich keine Lust von Mr. Petsy überrascht zu werden. Deswegen hast du ja schon diese Bereitschaft hier. Ja, das Problem ist, hier ist es wirklich unübersichtlich, ne? Gerade. Ja, eben drum. Obwohl ich würde gerne mal zugucken, ob das genauso cool aussieht wie auf deinem einen Screenshot, wenn dich ein Bär frisst. Ja, das ist aber ein anderes Spiel gewesen, was du meinst, ne? Mhm, genau. Das Spiel haben wir auch vernachlässigt. Aber ich habe auch gerade so viel. Ja, und es kam halt auch nicht gut an. Also. Ja, eben. Deswegen, also ich muss bei mir auch ein bisschen umstrukturieren, weil was irgendwie alles nicht so. Was ich überlegt habe, ist, wenn das jetzt irgendwann rauskommt, also erstmal kommt sowieso die Alpha-Phase davon, ist von Elite Dangerous. Wenn das in Odyssey Update kommt, oder ich war auch am Überlegen mit X4. Finde ich auch sehr interessant. Was?
Sind das schöne Wettereffekte. Mensch. Scheiße, das Ding. Kannst du das mitnehmen zu deinem Ding? Geht das Stück Fleisch? Und dann fahren wir. Ja, wenn du ganz kurz mal so, ne? Warum was? Ich muss mal gucken, ich sehe nämlich nicht mehr, wo mein Auto steht. Aber an die Straße, steht draußen auch noch Straße. Ja, ja, ich will nur nicht im Dunkeln in Bären reinlaufen. Ja, toll, an der Straße. Da vorne ist es doch. Ah. Alter, ist aber auch dunkel wie im Bärenarsch hier. Aha. Also das Licht bringt noch weniger. Schafft man das in einer Stunde zu entladen? Eigentlich schon, ne? Ja, die macht ja einen, wobei, wenn wir da sind, macht die, glaube ich, auch nicht zu dann. Richtig. Dann haben wir nämlich schon mal wieder eine Ladung da. Das ist 11 Minuten, kam jetzt länger vor Angst hier in den Bären. Rutscht da aber auch wie Sau hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die Blitze sehen richtig geil aus, oder? Ich wollte gerade einmal solche angucken. Ja. Aber das ist bei Viking ja auch. Viking, Valheim. Oh, jetzt habe ich aber gerade Ruckelplatte hier. Da war ja alles LED oder so. Wie war das beim Fleischentladesimulator? Ja, genau. Ja, aber es ist auch wirklich mehr ein Jagdspiel als ein Range-Simulator. Also, ja, irgendwie. Ja. Also demnächst werden wir es umändern, wenn wir wirklich mehr die Schweine dann als Hauptgeldgeber machen. Weil dann, ja, das Problem ist, dann werden wir wahrscheinlich nur schlafen 3-4 Mal und dann, weil wir können wahrscheinlich nur schlafen, aber. Ja. Könnte. Ja, los, genau. Also auf, ich leg's dir da vorne auf die Veranda und dann vorausgesetzt durch zurücksetzen. Auch eine gute Idee. Fleischlieferung für sie. Ja, wir müssen mal sagen, Pickup war Blödsinn. Also holt euch nicht den Pickup nachts direkt im LKW. Ach, naja, so schlecht ist er auch nicht. Ja, doch durch die Radkisten. Naja, wieder. Das sind 100 Dollar schon mal wieder. Dann können wir schon mal viel wieder machen. Das, wir fahren jetzt ins Dings. Hühner füttern wir nicht mehr, haben wir uns drauf geeinigt, ne? Richtig. Das Ding bauen wir dann ab, gibt auch noch ein bisschen Geld. Oh. Tschüss. Alter. Ja, ich muss jetzt erstmal gleich zur Tankstelle oder so. Oder so. Ja, guck. Ah. Sag mal, wenn es Blitz ist, zumindest hier die Gegend erhält. Gucken, ob wir F macht immer was aus. Also mal gucken, ob ich das hier irgendwie festgehalten kriege in einem Foto. Du wolltest doch zur Tankstelle, die ist in eine ganz andere Richtung, weißt du, ne? Ja, hier oben hoch. Ja, da hättest du da oben die Straße entlang fahren. Ja, macht ja jetzt, war ich aber hier lang. Eigentlich wollte ich dich von hinten ein bisschen blenden, aber.
bist ja leider stehen geblieben. Ja, ich versuche gerade hier auf dem Hügel ein Foto zu machen von dem schönen Blitz, aber jetzt kommt keiner mehr gut, kein guter. Ja, jetzt war was, aber... Schon wieder Motor anmachen. Und noch einer. Es ist, glaube ich, wieder vorbei. Genau. Kaum hat das gesagt, da hat ihn der Blitz in den Hintern getroffen. Ja. Nicht das böse A-Wort zu benutzen. In den Arsch. Allerwertesten kannst du auch sagen. A. Ja. Ja, die Hühner räumen wir dann auf, wenn sie weg sind. Beine müssen wir nicht machen. Hört man. Das Gequatsche hier im Hintergrund. Kleinen Moment mal, ich muss mal ganz kurz die Tür zumachen. Ich schlafe ja schon. Ja, von mir aus kannst du ja schlafen, aber das wird nichts bringen, bis ich nicht da bin. Doch, ich gucke ja einen schönen Film hier von Pferden und so und schlaf. Kannst ja dann schon mal ein bisschen rein, ne? Müde bin ich, geh zur Ruhe, decke meinen Bauch mit deinem zu. Nee, da komme ich gar nicht durch. Nee, ich muss ja hier wieder runter. Scheiße. Jetzt wäre ich beinahe in die Botanik gefahren. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie Ongross sich anstellt, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Bei Ongross Sockt. Oh, ja. Kanal zu finden unter angesagte Kanäle oder so ähnlich heißt es der Bereich direkt auf der Oberfläche. Genau. Und hier, liebe Leute, ihr könnt auch mal bei Steffen von Münsterland TV vorbeischauen. Ist auch bei mir unter angesagt die Kanäle zu finden. Jetzt, oh, Unfall, au. Ich habe fast einen Huhn umgebracht, habe ich dir schon gesagt? Ich glaube, die sterben dadurch nicht. Schade. Ich komme jetzt auch erstmal ins Bett. Ist das Huhn glatt wie ein Teller, war der Bauer wieder schneller oder nicht? Oh, hast du hier Radio an oder was? Ach, die Glotze. Oh, Alter, mach diesen Müllsender aus. Das ist ja unglaublich. Ich schlaf schon. Genau, wir sagen mal gute Nacht. Und hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Genau, tschüss und ciao, euer Onkel Horst. Und Steffen.